um diese Gefühle mitzuteilen. Sehen Sie selbst, wie Liebe und Tanz im Leben von Kimberly und Jonathan unerwartete Wendungen nehmen werden. Wie ich immer zu sagen pflege, that's love, that's life, that's me. Place for me, like to play.
es werde Glück bringen. Dance, please.
Ja, Mann, du hast verdammt gut. Boah, deine Skills sind massiv, Alter. Ich verstehe es noch nicht. Ich bin einfach sowas vom Tat. Ja, Mann, deine Moves waren Tatten. Yo, yo, yo. Tat wie ein Kung-Fu-Käfer am Tattenschläger. Mann, Jones, ich seh dich schon. Hey! 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 Ja, ja, ja. Und wisst ihr was? Wenn's hier bei ESC noch 100 Tänzer mehr wie mich gäbe, ich sag's euch, diese Company wäre überflutet mit Skits. Über Skits! Ja, Mann! John, wenn noch 100 mehr Tänzer wie du hier wären, dann würden wir aber noch 100 mehr Toiletten brauchen, um die Scheiße zu stoppen, die du rauslässt. Raus! Raus! Okay.
Ja, alle Männer. Aber letzte Woche war überhaupt niemand da. Es war total langweilig und die Musik war scheiße. Und die Leute. Auf die Klappe! Und wie sieht's aus? Bist du dabei? Ja, gerne. Cool. So, wir sind uns um 9. 33. Ecke, 4. im Red Dragon. Ist das beim Chinatown? Genau. Okay, danke, Leute. Easy. Für meine
werden. Einfach um mehr Sicherheit im Leben zu haben. Ja, warte. Ich werde bald Choreografin von Britney Spears. Hast du Hunger? Ich schon. Soll ich dir ein Lamm zeigen? Hier um die Ecke. Das ist eine ganz niedliche Frisur. Hallo, Sarah, Schatz. Nette Frisur. Kann ich mal kurz mit dir sprechen? Ja, vielleicht geht aber alles. Ich schon kommen. Ja, nette Frisur. Thank you.
Thank you.
Miss Anderson? Oh my God! Miss Anderson!
schon, Kim. Ich verspreche, ich lasse dich nicht allzu schlecht aussehen. Gut, gehen wir. Okay, John, check, John, watch it out.
richtig heiß. Das ist mir super gefallen. Danke. Und ich finde, also den haben wir doch gezeigt, John, wer der Herr der Tanzfläche ist, oder? Ja. Findest du nicht? Aha. John, wen suchst du? Wenn du diese Kim suchst, dann lass dir einen Tipp geben. Sie ist eine Hilfe. Hey. Du warst super. Danke. Wer waren diese Typen? Ja, den habe ich früher getanzt, aber das ist schon lange her. Was ist denn passiert? Drew, Großmaul. Der war mein bester Freund, kannst du dir das vorstellen? Du? Großmaul? Ach nee, ich meine, du bist ja so ein schüchterner, ruhiger Junge. Naja, jedenfalls haben wir zusammen in derselben Crew, der Death Unit, getanzt. Waren die das? Ja. Das ist klar deiniges. Naja, weißt du, ich hab mich damals entschieden, das Tanzen ernsthaft zu verfolgen und Tanzunterricht zu nehmen. Und für Drew war das nicht echt. Street Dance im Studio zu lernen, das musst du auf der Straße lernen. Und all das andere wie Ballett, Jazz, Modern, das sei ja eh nur für langweilig. Also. Und wie denkst du darüber? Ja, ich finde, dass sich alle Stile doch irgendwie ebenbürtig sind, oder nicht? Ich meine, guck mal, wer kann behaupten, dass Breakdance schwerer zu lernen sei? Hard Ballett oder Jazz schwerer zu lernen als Hip-Hop oder Salsa. Mehrere viele Meter als Tap. Weißt du, alle arbeiten hart, alle sind diszipliniert. Man kann von jedem was lernen. Und ich meine, man muss ja nicht alles Stile mögen, aber man muss sich doch gegenseitig respektieren können. Verstehst du, was ich meine? Ich bin beeindruckt. Du klingst ja überhaupt nicht mehr wie der Typ, den ich an der Audition kennengelernt habe. Wow, aber ich sehe noch so aus wie der, oder? Ich glaube, ich habe mir meine Meinung wohl zu früh gemacht. Und noch was. Wenn du Street Dance im Studio lernen willst, warum nicht? Guck doch mal Bruce Lee, ja? Er wollte Kung Fu der ganzen Welt zeigen. Aber die Originale des Kung Fu waren dagegen. Und jetzt hast du Kung Fu auf der ganzen Welt. Du hast den Wu-Tang Clan, Jean-Claude Van Damme, Batman Robin und mein Favorite, John the Man. Das bin ich. Oh, okay, okay, Jackie Chan. Aber sag mal, wie lange tanzt du eigentlich schon? Seit ich 13 bin. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, weißt du das? In der Schweiz? Ja, weißt du, das Land mit den hohen Bergen, den vielen Kühen, Schokolade und, ja, du weißt schon. Nein, was denn? Frauen? Schweizer Frauen. Oh, schwarze Frauen. Großartig. Wo hast du denn getanzt im Land der Frauen? Naja, hab ich nicht. Na, ich wollte mit dem Tanzen anfangen, weil... Ja, weil ich ein Mädchen so mochte. Lustig was. Sie war so gut und wollte nur einen Tänzer als Freund. Wie konnte sie mir damals schon so genau wissen, was sie wollte? Sie war doch erst 10. Gut, ich war schon 12. Vielleicht kann man sagen, dass... Moment mal, wie war denn ihr Name? Wessen Name? Na, der des kleinen Mädchens. Kimberly. Kimberly Meyer. Damals, als ich noch jung und dumm war. So Hollywood, here I come. I'm on my way to the US of A. And so, Jonathan? Nee. Kimberly? Das glaube ich jetzt nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Kimberly Meyer? Hi. Kimberly! Ja, Kimberly Meyer! Ach, sei doch immer noch ein Schwitzdüchel. Das sieht doch keiner bis noch. Nicht? Because it's ladies' night.
Night. Erinnerst du dich? Haben wir nicht umsonst gesungen, It's Ladies Night? You know it's Ladies Night. Dann hätten wir gesungen, It's Ladies Night plus John. It's Ladies Night plus John. Und das hört sich aber mehr als beschissen an, oder? Absolut. Ja, absolut. Ladies Night and John würde viel besser klingen. Die Klappe, Mann. Okay. Dann bleib doch einfach du hier mit Mr. Ich bin der Beste. Ich gehe! Ich hab gesagt, wir gehen! Ja, wir gehen. Ciao! Oh, it's Ladies Night, you know it's Ladies Night. Hey, Brenda! Hey! Was ist mit der los? Die hat doch ein paar Drinks zu viel gehabt. Wie auch immer. Aber du kannst doch nicht der kleine Jonathan Zimmermann sein. Aber du, Miss Wannabe Britney? Da hat sich einiges geändert, okay? Oh. Das kann ich sehen. Du hast dich verändert. Ich weiß. Und weiß mal, was machst du hier in L.A.? Wie geht das? Na, dank dir. Was? Ja. Na ja. Als du mich damals in Zürich abgewiesen hast, da wollte ich, dass mir das nie wieder passiert. Ich habe angefangen zu tanzen, meine 7 Sachen gepackt und wohne seitdem hier in L.A. Ich hab gedacht, wir können vielleicht
This is all I'm real. But go ahead, bring it on, let's go.
you, we smack you, say oh, go home now, there's no doubt it's over, say oh, you know, we smoked you, we smack you, say oh, go home now, it's over, you are through. Yeah.
hier. Ich habe mich da kürzlich geändert. Das ist mal noch dasselbe egoistische, zeltrische Mädchen wie damals in der Schweiz. Arme Sarah. Ich meine, wann darf ich schon mal tanzen oder singen? Besten Dank an den Regisseur!
bin ich nur so verdammt gut? Hä? Warum bin ich nur so verdammt gut, ja? I'm your Greek God, Hercules. Oder sogar Brenda, Brenda, ja. Wie ich immer sage, what are friends for? Aber nein, ich muss diesen blöden Trottel spielen, der immer zu spät kommt und sich aufführt wie ein kompletter Vollidiot. Und er glaubt, er sei Hip-Hop, nur weil er UFOs trägt. Mann, this musical sucks. Thank you.
Ich mag das auch. Stretchen und abwärmen für ein paar Minuten. Mann, ich liebe Stretchen. I love stretching. Hey, John. Oh, hey, Brenda. Was geht? Wie geht's dir? Gut, danke. Bist du sicher? Ja, weißt du. Oh. Ja, weißt du, es ist Kim. Ich kann einfach nicht glauben, dass Kim... Ich weiß. Sie hat uns alle verarscht, hallo? Und ich habe alles dafür getan, um sie in die richtige Richtung zu führen, aber... Weißt du, ich glaube, manchen Menschen, denen kann einfach nicht geholfen werden. Und, weißt du, jemanden zum Reden brauchst? Also, ich bin immer für dich da, weißt du? Gut, danke, Brenda. Ja, ich melde mich dann vielleicht mal. Ja, echt? Du meldest dich mal? Okay, hast du einen Stift für die Nummer? Nicht, das ist schlecht. Okay, dann wartest du hier, Baby. Und ich bin sofort zurück mit einem Stift. Ja, ein Stift. Tampons? Brauche ich jetzt nicht. Hast du Stift? Hä? Ich trage darum zu
super duper Englisch zu haben, damit auch jeder mitbekommt, wie super tutti fresh und tutti mein Food Cake wirklich ist. Hey, ich weiß nicht, was zur Hölle ich hier wollte, aber das Team ist dir und deiner Crew. Der Red Dragon gezeigt haben, seid ihr wahrscheinlich hier, um zu versuchen zu verstehen, wie unsere fresh und fruchtigen Fruitcakes unseren Style so viel süßer gemacht haben als euren sauren Apfelarsch. Running Man, MC Hammer Style! MC Hammer! Hey, Steve, findest du MC Hammer blöd? Das ist eine Frage, Mann! I like MC Hammer. Wow, geht das denn? Okay, zeig's mir, MC Hammer.
John ist heiß. Und da jetzt endlich diese Kim von der Bildfläche verschwunden ist, gehört er ganz allein nur mir. Ja, diese Kim. Don't you understand? Where you perfect, I feel you were respected.
Ich wusste, du würdest hier sein. War das... Ja. Du hast es also gehört. Ja. Sorry, dass ich dir nicht geglaubt habe. Mach dir keine Sorgen. Brenda war ja so überzeugend. Die hat mich voll verarscht. Geht mir genauso. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Wir
so gut. Ich war so stolz. Sie ist so gut. Ach, vorbei mit dem Scheiß. Ihr wart so krass. Ihr wart so gut. Du warst so krass. Oh, und du? Du warst so gut. Oh, boah. Ich... Wir können ja mal vielleicht was essen gehen. Klar, also du kannst mich anrufen, wenn du nicht mit deiner Mutter Gassi gehen musst oder mit deinem Hund was essen möchtest. Nein, keine Mutter Gassi, keine Hunde essen. Ich rufe dich an. Ja, gerne. Mach's, tschüss. Kim. Hey, Kim. Ich komme gerade von einem Gespräch mit einer Talentsucherin aus der Schweiz. Oh. Sie möchte, dass ich für sie arbeite. Sie hat schon einige Shows für mich angeschrieben. Sie sagt sogar, ich kann bei der nächsten DJ Bobo-Tour mit Gassi. Ich verliere dich. Also das heißt, du fährst zurück in die Schweiz? Ja, sicher. Das ist eine Riesengelegenheit, vielleicht die Chance meines Lebens. Hallo? Das ist DJ Bobo. Pray the freedom. Ja. Nächste Woche, cool, oder? Oh shit, ich muss noch so viel erledigen. Ich muss das meinen Eltern erzählen und meinen Freunden. Was meinst du, die von Chris und mich? Ach, die werden okay sein. Die können jemanden
John, der schlussendlich doch tanzte. Und zwar mitten in ihr Herz.